Guten Tag, Herr Trant hier, diesmal nicht direkt von der Messe, sondern ich bin wieder in unserer schicken Villa. Aber ich will natürlich über ein Messethema reden, nämlich Injustice 2. Da habe ich heute eine ziemlich coole Präsentation gesehen. Es gab zwei Kämpfe, nämlich Batman vs. Gorilla Grodd und Superman vs. Atrocitus, eine Red Lantern. Was mir da aufgefallen ist, waren natürlich diese unheimlich geilen Stage-Transitions, die man schon von Injustice 1 kennt. Ich erinnere mich da an eine. Atrocitus hat Superman durch eine Wand geprügelt, der ist dann wiederum auf einer Straße gelandet, dann draußen kam ein Kleinwagen mit Fullspeed angerast, hat Superman hoch zu einer Brücke geschossen, da wiederum ist er in einen fahrenden Zug reingekracht und ist dann an den Fahrgästen vorbei durch diesen Zugwaggon durchgekullert, also völlig absurd, das ist so übertrieben, dass man es gar nicht blöd finden kann. Eine andere Stage Transition, die ich dann noch gesehen habe, ja, warum heißt es überhaupt Stage Transition? Natürlich, weil die Charaktere fliegen da irgendwie durch die Weltgeschichte und dann geht der Kampf an einer anderen Lokalität weiter, an einer anderen Stage. Eine andere Stage Transition, die ich gesehen hatte, war, Batman hat so eine Art Enterhaken an Gorilla Grodd befestigt und an diesem Enterhaken war ein Luftballon. Der hat dann Gorilla Grodd hoch in den Himmel gezogen. Oben im Himmel hing er dann hilflos rum und dann kam Batwing an und hat ihn mit dem Bordkanonenfeuer zurück auf die Erde gedonnert. Also es ist so blödsinnig, aber ich muss sagen, es war super unterhaltsam. Und ich glaube, das macht einen großen Aspekt von Injustice 2 aus. Eine ganz wichtige Neuerung von Injustice 2 ist, dass ihr nach jedem gewonnenen Kampf die Chance auf neue Rüstungsteile habt. Bei einem Beat'em'up gab es irgendwie noch nie Rüstungsteile, bei Injustice 2 aber schon. Man kann neue Handschuhe bekommen, Helme, Pressplates, Beinschoner, all den ganzen Kram. Es soll wirklich pro Charakter unheimlich viele verschiedene Teile geben, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, du wirst, wenn du online spielst, kaum irgendwie einen Charakter finden, der genauso aussieht wie deiner. Oder es ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, diese... Was ist das für ein Satz? Das ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich geil. Die Items, die man da findet, die sehen nicht nur anders aus, sondern die haben auch vier unterschiedliche Werte. Einmal Leben, dann noch Defense, dann noch Attack Power und dann noch Ability. Ability weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was es ist. Aber die verändern natürlich dann auch die Werte eures Charakters, sodass man zum Beispiel mehr Schaden verursacht, wenn man so eine Stage Transition, wie ich sie eben beschrieben habe, ausführt. Ja, das ist, macht das ganze Spiel ziemlich vielschichtig und macht es, glaube ich, auch tiefgängiger, weil man einfach eine Menge zu sammeln hat und man kann seinen Charakter individualisieren und wenn man das mal hochrechnet auf alle Charaktere, die dann im Spiel sein werden, ist das, glaube ich, echt eine ganz coole Sache. Also Injustice 2, muss ich sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber das, was ich da gesehen habe, das hat mich schon ziemlich geflasht. Das ist so over the top, kann man nichts gegen sagen. Hat einfach Bock gemacht. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Ja, wir haben quasi gerade bei dem gesehen, was er am besten kann, nämlich richtig Ärsche treten, auf jeden Fall. Schön auf die Fresse. Schön auf die Fresse. Was wir noch nicht gesehen haben, und da deuteten die Leaks ja auch darauf hin, Kratos kämpft ja augenscheinlich in der nordischen Mythologie.